Hallo, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Irgendwie fange ich die ganze Zeit die Videos hier an der Wand an. Und wir hatten eine große Diskussion im letzten Vlog über das Sideboard in unserem Zuhause. Viele fanden das viel zu klein oder haben vorgeschlagen, noch ein zweites zu kaufen und das daneben zu stellen, was ich persönlich nicht so super schön finde, weil dann würde das schon zu weit nach da gehen. Und diesen Raum, diese Fläche brauche ich unbedingt für unseren Kamin. Also das muss auf jeden Fall so stehen bleiben. Und wir finden das voll schön so. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass es so bleibt. Aber ich habe etwas bestellt, was leider gerade zerbrochen angekommen ist. Ist gar nicht so schlimm. Ich wollte gerade die Retoure bei Amazon anfragen. Aber ist nicht so schlimm, weil ich brauche nämlich das Glas sowieso nicht. Also ich brauche nur, ich habe einen Bilderrahmen bestellt. Da möchte ich meinen Brautstrauß reinkleben oder reinmachen irgendwie. Und deswegen brauche ich dieses Glas sowieso nicht. Aber es kam auf jeden Fall zerbrochen an. Ich zeige euch das mal. Findest du gut? Ja, schon mache ich eben. Achso, guckt mich so an. Ja, es ist komplett zerschrottet angekommen. Wie gesagt, ich wollte sowieso ein Do-it-yourself machen. Wollte die Rückwand ein bisschen anmalen und dann meinen Brautstrauß hier reinkleben. Deswegen ist das Glas sowieso unnötig. Ich habe ein bisschen Angst, es zu öffnen und mich zu schneiden. Versuchen wir das mal. So, das ist jetzt der Rahmen. Das hier ist die Rückwand. Wird sie einmal geputzt und gesaugt und so. Ich hoffe, dass ich hier alle Glassplitter weg habe, weil es waren wirklich ganz feine so. Und hier ist der Rest. Juh! Ich glaube, ich werde das jetzt anmalen gehen. Was sagt ihr? Ich habe ja hier allen möglichen Krimskrams für Bastelzeugs, also um irgendwie was zu basteln. Und ich habe hier einmal die Acrylfarbe. Ich kann mich nicht richtig entscheiden, ob ich hier dieses Perlige nehmen soll oder dieses Reinweiß. Ich glaube eher dieses Reinweiß. Ich werde gleich mal oben schauen, was mir besser am Licht gefällt. Dann habe ich hier immer die Pinsel und ich habe auch noch so, ja, das glaube ich passt aber nicht so richtig zu dem Blumenstrauß. Wir haben auch noch sowas. Ich glaube, sowas nehme ich auch mit. Ich weiß nicht, ob ich mit Klopapier so ein bisschen Textur reinbringen soll. So, da ist jetzt der Bilderrahmen. Hier ist das Rückteil und hier sind jetzt meine Utensilien und ich habe mir jetzt so ein kleines Bambusschälchen geholt und Klopapier. Da kann ich so ein bisschen Textur mitmachen gleich. Aber ich glaube, ich werde erstmal mit rein weiß anfangen und dann vielleicht noch dieses Perlmutt dazugeben. Mal gucken. Metallacryl heißt das. Am Ende mache ich entweder zwei Löcher hier rein und dann kann ich so ein Band durchziehen, um den Blumenstrauß festzuhalten. Oder, ich glaube, eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht, oder? Ich habe mir jetzt auf jeden Fall ausgezogen, meinen Pullover ausgezogen. Hier ist es ultra warm. Ich sitze auch auf dem Boden. Die Bodenheizung ist an. Und ich werde jetzt anfangen zu malen. Let's do it. Diesen wunderschönen, wie nennt man das, wenn etwas nicht von jedem geliebt wird. Umstritten. Mit diesem umstrittenen Sideboard. Hast du mitgekriegt, dass die unser Sideboard nicht feiern? Nein, habe ich mitbekommen. Und was sagst du dazu? Jeder hat seine eigene Meinung. So, ich lasse das Ganze jetzt ein kleines bisschen trocknen, weil wenn ich die ganze Zeit weiter Farbe drauf mache, verschiebe ich die Farbe die ganze Zeit mal hin und her. Das heißt, ich muss Schicht für Schicht trocknen lassen. Und ich habe gerade Angst, dass meine Haare da rein tunken. Das heißt, ich muss es Schicht für Schicht trocknen lassen. Sonst, wie gesagt, wische ich die Farbe die ganze Zeit nur hin und her. Und wenn man dünne Schichten macht, dann trocknet das, glaube ich, auch relativ schnell, hoffe ich zumindest. Good morning in the morning. Ich habe heute verschlafen. Mir passiert das tatsächlich so gut wie nie, dass ich irgendwie verschlafe, wenn ich weiß, dass ich irgendwas habe. Aber ich habe mir den Termin nicht so richtig eingeprägt. Und zwar wollte ich heute Morgen Yoga machen mit Alex online. Habe ich ja erzählt. Der hat ja richtig coole Online-Kurse. Da kann man dann einfach mitmachen. Und ja, ich habe es verpennt. Ich bin um 8:30 aufgewacht und um 8:30 hat es angefangen. Ich habe mir aber meine Yogamatte jetzt dahingelegt und werde eine Yoga-Session auf YouTube raussuchen und dann die machen. Kann ich euch gerne verlinken, wenn sie gut war. Und ja, ansonsten habe ich gestern noch ein ganz kleines bisschen weitergemacht. Das zeige ich euch später. Aber es war einfach zu dunkel, man hat nichts gesehen durch die Kamera. Deswegen habe ich gesagt, ich filme das einfach morgen, also heute. Und ich habe auch noch was gemacht. Ich habe die Kissen vom letzten Video, vom letzten Vlog, nicht vom letzten Video, endlich auf ihre Plätze gelegt. Und ich kann es kaum abwarten, dass der Frühling kommt und wir da draußen sitzen können. Und vielleicht ein paar Sonnenstrahlen abbekommen, auch wenn wir in Decken eingewickelt sind. Aber ja, ich kann es kaum abwarten. Und das ist meistens der März, in dem es so anfängt. Also der Februar deprimiert mich immer ein kleines bisschen, weil der Februar ist dann so der letzte Monat, in dem es so super lang dunkel ist. Und danach wird es ja immer ein Stück heller, 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 oder? Täusche mich doch. Jetzt werde ich mein Yoga machen und dann hoffe ich, dass ich mich fit und gut fühle. Durch einzelne Yoga-Haltungen, sogenannte Asanas, führen. An die einzelnen Haltungen können wir uns immer... Diese Einatmung, dass sie die Schultern hochhalten.
Ach, sag nichts. Ich rüber zur linken Seite. Einatmen, kommt zurück zur Mitte. Ausatmen nach rechts. Vorne und hinten in die Länge. Und ausatmen, Beine. Ich habe einen richtig coolen Account gefunden und habe danach nochmal 10 Minuten so Schulterentspannungsübungen gemacht, weil die tun so weh. Ich mache gleich nochmal irgendwas für meine Schultern. Ich konnte mich kaum so halten auf meinen Armen, weil das hier weh tut. Nicht, weil ich keine Kraft habe, sondern hier, ich bin richtig hart hier. Mein Mann hat mir direkt einen Termin bei Oscar gemacht, da gehe ich am Montag hin und jetzt wird gefrühstückt. Danke, Baby. Ich habe mich gerade für eine Insta-Story fertig gemacht und umgezogen und es hat an der Tür geklingelt und Leute, es ist etwas angekommen, was ich gestern bestellt habe. Voll creepy. Ich habe es wirklich gestern Mittag oder so bestellt. Es muss sich direkt auf den Weg gemacht haben. Es ist schon da und es ist mein Papier. Ich habe euch ja Feder und Tinte und so gezeigt und jetzt habe ich mein Papier bekommen und zwar habe ich Blütenpapier bestellt und noch so ein Mix aus verschiedenen Blättern. Wie zart das ist. Es ist so ganz, ganz, also das ist dieses, ich weiß nicht genau wie man das nennt. Es ist hier so handgerissen und es ist hier vorne, ich weiß nicht, ob man das erkennt, es ist so ganz leicht meliert. So hübsch, es sieht super hochwertig aus. Also wenn man das in der Hand hält, dann weiß man, okay, das ist sehr hochwertige Bögen. Ich bin gerade so beeindruckt, dass das so schnell gekommen ist, hätte ich nicht gedacht. Ah, das sind hier meine durchsichtigen Bögen. Weil ich finde es ganz schön, wenn man zum Beispiel einen Brief schreibt und wenn man das öffnet, dass zum Beispiel hier noch was steht, wie zum Beispiel herzlichen Glückwunsch oder ich hab dich lieb oder der Name oder so. Ne? Das sind so transparente Bögen, also da kann man richtig durchgucken. Oder man klebt so ein paar getrocknete Blumen drauf oder so. Davon habe ich auch 100 Stück oder so. Oh mein Gott, das ist so hübsch. Man erkennt, wie schön das ist, oder? Mit diesem, sieht so nach Natur einfach aus. Das habe ich dann auch nochmal in so einem Grau, Beige und ganz vielen verschiedenen Farben. Keine Ahnung, wie man es jetzt am besten erkennt, aber das hier hat zum Beispiel ganz feine weiße Reflexe mit drin. Kennt man das so ein ganz kleines bisschen, oder? Ja, diese Farbrange ist genau meine. Oh, es ist klingeln. Wow, ich liebe das. Jetzt packen wir einmal das hier aus. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit Blütenpapier gesagt, aber das heißt gar nicht Blüten, das ist Büttenpapier. Und das ist dieses handgerissene Büttenpapier. Ich werde das Ganze jetzt einmal hier wegräumen. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen übertrieben war für euch, aber ich liebe so Kleinigkeiten, so Details, so sowas. Und dann mache ich mich ready für meine Story, die ich später hochladen muss. Phil. Unsere Eier sind da. Alle gut, sagt er. Er hat sie geprüft. Sie haben ein Gutheitssiegel bekommen. Wow. Kein Spaß, Leute. Ich habe jetzt wirklich für 10 Sequenzen 1,5 Stunden gebraucht. Ich bin so ein Perfektionist. Ich will das perfekt beschreiben und erklären und mache es dann 100-mal neu und boah, ja, ich bearbeite jetzt gerade mein Video für heute, weil da fehlt eine Sequenz. Ich habe ja kein Kabel gehabt. Ich glaube, das ist jetzt heute angekommen. Und danach lade ich meine Story hoch. Die soll nämlich um 13.30 Uhr online gehen. Und dann fahre ich kurz zu DM. Meine Freundin, die entbunden hat, die hat nämlich gesagt, ihr fehlen Babytücher und Babyöl und deswegen gehe ich das für sie einkaufen und bringe ihr das kurz. Ja, mein Mund tut weh vom Reden. Ja. Gerade 1,5 Stunden das gleiche gesagt. I did it, Leute. Jetzt bin ich gerade online. Und zwar ist ja die Skincare Week bei Douglas.de und da gibt es halt so eine Live-Beratung. Also es ist so ein Online-Ding. Ich habe da ja auch mal mitgemacht. Für Lancôme habe ich mich mal komplett geschminkt und habe dann eure Fragen beantwortet und so zu den meinen liebsten Produkten von Lancôme. Und heute, also jetzt beginnt praktisch die Skincare Week. In dem Experten einfach sitzen und halt die Fragen beantworten. Aber es ist sowieso zu spät bei diesem Video, glaube ich. Ansonsten, guck mal bei Douglas, da ist so ein Live-Button. Hier. Und dann könnt ihr gucken, was als nächstes halt drankommt, weil die... Und dann auch ganz coole Aktionen oder Rabatte oder so. Ja. Und es macht Spaß dazu zu gucken. Die beiden sind auch sehr sympathisch, muss die ganze Zeit lachen. Good morning, Leute. Wenn ich mich einmal umdrehen würde, dann würdet ihr das Chaos eures Lebens, unseres Lebens sehen. Also... Deins und meins. Boah. Leute. Nein, ich habe keine H&M-Bestellung gemacht, falls irgendjemand sich jetzt gerade im Grund und Boden ärgert. Es ist das Waschbecken zum einen
Und zwar das Waschbecken für das Gästebad war ja viel zu klein. Das war ja so mini. Da ist es. Das hier ist unser altes Waschbecken fürs Badezimmer und das war so klein. Wieso ist das so dreckig? Ich putze doch jeden Tag. Der ganze Boden war jedes Mal komplett nass, weil man überhaupt gar keinen Platz hatte, sich hier richtig sauber zu machen. Aber es war wirklich eine Legende. Also ich glaube, ganz viele werden traurig sein, wenn sie das sehen, dass es ausgetauscht wird gegen dieses von Villeroy & Boch. Das ist das, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber so sieht das aus. Und jetzt hat man Platz, seine Hände zu waschen, ohne dass man alles darunter nass macht. Was ich sehr praktisch finde. Ich war noch gar nicht im Badezimmer. Ich weiß gar nicht, wie es hier aussieht, aber ja, so. Ohne Waschbecken. Wow, mein Mann und der das dran macht, der gleichzeitig auch ein Freund von meinem Mann ist. Also der ist zwar im Auftrag hier, aber trotzdem sind die beiden befreundet. Und die holen gerade irgendwas, was fehlt in so einem Bad-Dings. Und man kann das ja nur machen, wenn man halt so einen Schein hat. Und der ist ja Sanitärinstallateur und deswegen hat er so einen Schein. Und deswegen fahren die jetzt irgendwo hin und holen das. Jedenfalls, hier sieht's aus. Es ist gerade noch was angekommen. Und zwar habe ich Hochbeete bestellt. Weiß nicht, ich habe nicht so eine große Meinung dazu gehabt. Ich glaube, ich hatte einen Kommentar, der gesagt hat, Kräuter gehören in den Garten. Aber ich weiß nicht, ich finde das voll cool, wenn die eben in der Küche wachsen. Weil guck mal hier, die beiden wachsen super. Und ich finde das jetzt nicht so tragisch, ob die jetzt hier drin wachsen oder dann mit noch anderen Dingen hier drin wachsen. Gucke ich mal, wer so Zimmertemperatur gut aushält. Und ja, das hier sind die. Ich habe die bei Real jetzt bestellt. Und die haben so ein schönes Grau. Passt ganz gut zum Rest der Küche. Ja, das ist angekommen und dann noch ein Bürostuhl, den ich eigentlich nicht mehr annehmen wollte. Ich habe noch auf Stornieren geklickt, aber es hat leider nicht mehr geklappt. Und der DPD-Bote hat es einfach vor die Tür gestellt heute Morgen, ohne zu klingeln. Weil hätte ich das gesehen, hätte ich ihm direkt die Annahme verweigert. Das hatte ich nämlich mit dem Amazon-Verkäufer so ausgemacht. Aber ja, er hat es vor die Tür gestellt und deswegen geht das Ganze jetzt wieder zurück. Dann, ich hatte euch erzählt, dass mein Mann diese Fußballschuhe hat und ich eine Vitrine suche. Da habe ich von Real eine bestellt, die ganz günstig war. Also so eine Windlichtsäule ist das eigentlich. Das könnten wir auch aufmachen. Und wir haben fürs obere Badezimmer eine neue Duscharmatur geholt. Und zwar ist unsere, ja, falls ihr meine Hausvlogs damals nicht gesehen habt, ich habe früher, also als wir hier eingezogen sind, habe ich für die Bäder Wascharmaturen, also diese Armaturen, Duscharmaturen bestellt, aber bei eBay für 80 Euro oder so. Und die sind jetzt schon super verkalkt, da kommt kein warmes Wasser mehr durch. Teilweise dusche ich wirklich kalt, also wir haben dann unseren Freund David, der hier hinkommt und das immer montiert und alles, dann gefragt und er meinte, am Wasseranschluss oder am Boiler oder sonst irgendwas kann es nicht liegen. Das liegt dann daran, dass die relativ schnell von innen verkalken und dann kaputt sind, weil das halt so Billo-Dinger sind. Und ich habe jetzt extra einen von Grohe genommen, der so eine Anti-Kalk-Geschichte mit drin hat. Ich habe das bei Sonono bestellt. Das ist ein, so wie Megabad und so weiter, so ein Online-Shop, in dem man dann Badesachen bestellen kann, für Badezimmer sanitäre Sachen bestellen kann. Wir waren damals auch im Obi und er hat halt gesagt, ja, wir haben Lieferschwierigkeiten bei Villeroy & Boch. Das kann bis zu 3 bis 4 Monate ungefähr dauern. Und bei Sonono oder bei Megabad oder so sind die eigentlich relativ schnell verfügbar. Oder man kann gucken, was verfügbar ist. Und sich das dann da bestellen und es wird dann nach Hause gebracht. Ein Chaos. Ich habe hier immer noch mein Do-It-Yourself. Das zeige ich euch später. Aber ich habe es richtig cool hingekriegt, Leute. Ich bohre da nachher 2 Löcher rein und dann kommt mein Blumenstrauß da rein. Und dann sieht das wirklich richtig cool aus. Und das alles nur mit Klopapier. Ich bin einfach nur raus. Ich muss sowieso jetzt einkaufen gehen. Und ich lasse das jetzt alles genauso, wie es ist. Und gehe. Guten Morgen, Leute. Ich habe mir noch nicht mal die Zähne geputzt. Ich bin einfach nur aufgewacht und runtergerannt. Und will das kurz nur aufnehmen, weil es regnet. Schaut euch das an. Wie schön das aussieht, oder? Hier ist alles voller Schnee, weil es die ganze Nacht geschneit hat. Und jetzt regnet es alles wieder weg. Oh Manu. Ich habe einen sehr schlechten Job gemacht. Was Vloggen angeht, die letzten Tage. Also ich habe das ganze Wochenende, außer am Samstag, kurz euch hier das gezeigt, was für Chaos hier herrscht. Eigentlich nicht wirklich was gevloggt, weil... Hallo, wo ist meine Stimme hin? Für mich herzlich willkommen zurück. Für euch war es ja nur eine Sekunde. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wenn es, wenn es manchmal von Tag zu Tag springt oder so. Ja, ich muss irgendwie wieder ins Vloggen reinkommen und dann... muss ich wieder ein kleines bisschen, aber mir ging es wirklich das Wochenende nicht so gut. Auch gestern hatte ich sehr, ich habe hier alles verspannt und es zieht mir in meinen Kiefer.
Ich kriege meinen Mund nicht richtig auf. Also ich wollte gestern eine Banane essen, es wird sehr schwer. Aha. Ab da, wenn ich mache, ab da tut es weh hier. In meinem Ohr zieht es und hier. Und dann war ich gestern auch bei einem Therapeuten, der hat das dann so ein bisschen ausmassiert. Das hat natürlich dann an dem Tag auch nochmal gestern schön gezwiebelt. Das ist ja normal, da kriegt man wie so einen Muskelkater, der hat dann hier. Kennt ihr das, wenn euer Nerv euch packt hier? Das ist ja immer so sehr unangenehm. Aber naja, ich hoffe, es geht dann schnell vorbei. Das kommt von der Verspannung. Also ich habe meine Zähne immer zusammengebissen, weil ich, ich war gestresst. Ich war, obwohl ich nicht so viel zu tun hatte, habe ich mich sehr gestresst mit privaten Dingen oder du hältst jetzt mal deine Klappe. Oder mit ganz speziell mit YouTube, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie was falsch mache. Oder dass, wie sage ich das, ohne jetzt wieder so eine Angriffsfläche zu bieten. Aber ich habe das Gefühl, ich werde im Moment so sehr genau unter die Lupe genommen und jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Ich habe keine Ahnung, was unter dem Style & Talk passiert ist. Ich habe noch nicht in die Kommentare geschaut und seit 2 Tagen denke ich mir so, oder seit 3 Tagen denke ich mir, Tara, schau einfach rein, dann vielleicht gibt es ein paar Anregungen zu neuen Videos, die du dir aufschreiben und umsetzen kannst. Und glaubt ihr mir, ich traue mich nicht, da reinzugucken. Ich weiß es nicht. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt mal die Kommentare an, beziehungsweise ich mache jetzt mal meine YouTube an und schau mal. Ich finde Vlogs mit gemischten Inhalten schon sehr schön. Ein bisschen Haushalt, eine Mädchen wieder zum Putzen, ein bisschen Make-up oder aufgebraucht. Im Prinzip ist es so, wie du es machst. Ich muss es mir halt nur meistens auf 2 oder 3 Mal anschauen, weil ich meistens nicht 45 Minuten am Stück Zeit oder Ruhe habe und das ist nicht schlimm, kann man ja mal speichern. Ich habe auf jeden Fall schon viel nachgekauft und es war immer super, vor allem die grünen Schwämme, oh mein Gott, ich liebe sie, die von Vileda. Ganz zu schweigen von deinen eigenen Produkten, die sind ja so gut und ich hatte mal ganz kurz einen Herzstillstand, als du sie im Video fast fallen gelassen hast, sah zumindest so aus. Liebe Grüße auch an deinen Mann. Ich schaue mir gerne Monatsfavoriten an. Okay, ich schreibe mir jetzt alles auf, was ihr gerne schaut, weil ich... Ja, es ist sehr wichtig, dass ihr das mögt, ne? Nicht, dass ich das mag und... warum kriege ich jetzt Pipi in die Augen? Aber es ist so wichtig für mich, dass ihr das mögt. So, kurz beruhigt. Es ist so wichtig, dass ihr und ich das mögt. Also, ich habe aber irgendwie ist auch... Also, ich möchte gerne wissen, was ihr gucken wollt und ich möchte das auch umsetzen. Aber mein Problem ist, dass ich es immer jedem recht machen will. Und ich glaube, das geht bei so vielen Tausenden von Leuten einfach nicht. Und dann stresse ich mich noch mehr. Und dann, ja, es ist so unnötig, sich so die ganze Zeit für etwas zu stressen, was man nicht kontrollieren kann. Vor allem, manchmal habe ich den Drang, öfter zu bestellen. Dann habe ich den Drang, wieder ganz lange gar nichts zu bestellen. Klar, beim Haus ist es so... Es wird einfach so weitergehen, weil das Haus wird Stück für Stück fertig und nicht auf einmal. Und es ist so normal, dass hier mal was fehlt oder mir da mal was einfällt oder so. Wenn ich weiß, was euch gefällt und was euch nicht gefällt, kann ich mich so ein bisschen mehr anpassen. Aber ich muss auch ein bisschen darauf achten. Also wir Menschen müssen ein bisschen darauf achten. Ich glaube, ganz viele von euch sind auch so, dass wir es nicht immer nur anderen recht machen wollen. Und dass wir auch unsere vermeintlichen Schwächen zu Stärken machen wollen, können. Oder sollen, weil ich glaube, ich kann euch ganz gute Werte vermitteln und ich möchte die in meine Videos unterbringen. Also ich werde mir auf jeden Fall aufschreiben, was ihr gerne sehen wollt, also Monatsfavoriten und so weiter. Ich werde aber trotzdem immer noch Vlogs, zwar nicht zweimal Kommentare von der Mona, aber immer verschiedene. Man sollte sich immer darüber im Klaren sein, dass ein negativer Kommentar in wenigen Sekunden geschrieben ist und die Person, an die es gerichtet ist, sich damit aber vielleicht tagelang beschäftigt und sich schlecht fühlt. Und genauso ist es, also wenn ich jetzt lese irgendwas, ne? Unterstützungskommentar. Wenn ich jetzt irgendwie was lese, ich hätte mir viel früher eure Kommentare durchlesen sollen, dann hätte ich nicht die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, ich habe Angst, sie zu lesen. Erinnerst du dich, als du uns von deiner Einsamkeit erzählt hast und wahrscheinlich auch, wenn du es nicht ganz gezeigt hast, harte Tage hinter dir hattest und jetzt schau mal, wo du gelandet bist. Ich weiß, im Leben konzentriert man sich meistens immer nur das, auf was gerade ist und das, was man alles noch machen möchte. Aber vielleicht als kurze Reflexion... Schau, wie weit du gekommen bist. Schau, was du alles hinter dir gelassen hast und wie weit du gegangen bist, um das jetzt zu haben. Manchmal darfst du nicht so hart mit dir selber sein. Denn wir alle, egal ob guter oder schlechter Kommentar, wissen nicht, was du alles durchgemacht hast oder woran du verzweifelt oder gescheitert bist oder wofür du dich richtig bemüht hast. Ich glaube, es wurde uns einfach zu wenig beigebracht im Leben, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Ich nehme mich da überhaupt nicht raus oder so. Und das ist nicht, dass ich jetzt hier der Engel bin. Ich finde auch ganz, ganz schwierig,
Gruppen auf einen Menschen finde ich immer ganz schwierig. Das ist mir auch schon ganz oft im Leben passiert, dass ich das zum Beispiel... Jemand bemerkt, dass du schlecht drauf bist oder dass es dir nicht gut geht und dieser Mensch fühlt sich dazu nicht in der Lage, obwohl er sich als dein Freund sieht, ja, fühlt sich nicht dazu in der Lage, dir zu sagen, hey, ist alles okay mit dir, ist irgendwas, worüber wir reden sollten, obwohl er sieht, dass du gerade einsam bist und schwach bist und vielleicht auch verletzt und traurig bist, fühlen sich Menschen nie in der Lage dazu zu sagen, hey, möchtest du eine Runde spazieren gehen? Gibt es irgendwas, worüber du sprechen möchtest und so? Ich bin so ein Mensch. Wenn ich jemanden sehe, der so traurig ist oder so, ich hacke so lang auf den Menschen rum und das ist manchmal sogar unangenehm, bis ich weiß, was diesen Menschen quält. Aber ich bekomme das sehr selten zurück und deswegen ist es, glaube ich, für mich sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Also ich habe es auch oft in meinen Freundeskreisen, ne, dass... Wenn jemand sieht, dass es mir schlecht geht, dass er nicht fragt, was los ist, sondern dass sich dann so Gruppen bilden, die darüber reden, dass es mir schlecht geht, aber dass sie nicht zu mir kommen und mir sagen. Ja, und das finde ich schon sehr schwach. Also ich finde das schon ein sehr schwacher Charakterzug. Und ich bin leider Gottes auch so ein Mensch. Wenn ich dich liebe, dann gebe ich dir alles, was ich habe. Wirklich alles. Mein letztes Hemd, jeden Atemzug. Aber wenn ich was habe, woran ich... Ja, so also wovon ich enttäuscht werde von dir, dann vergesse ich das auch nicht. Also es ist so, es bleibt in mir. Ich kann, also es ist nicht komplett schwarz oder weiß, sondern ich kann dir nicht mehr geben, was ich dir vorher gegeben habe, weil ich mir denke, so, du warst ein schlechter Freund mir gegenüber. Ich hätte das nicht gemacht, was du gemacht hast. Und man kann nicht immer verlangen, was man gibt, aber ich finde, so eine Grundbasis an Respekt zueinander müsste da sein. Tara, ist so cool, dass du innerhalb von einem Tag das Video drehst und direkt schneidest und sogar hochlässt. Wir wissen das sehr zu schätzen. Dankeschön. Die waren ja voll nett in meinen letzten, unter meinem letzten Video. Bitte? Die waren alle voll nett unter meinem letzten Video. Mhm. Ich habe die ganze Zeit nicht geguckt, weil ich dachte, ich krieg wieder einen Shitstorm. Hast du nicht, liest du eigentlich nie die Mails, die ich dir weiterleite? Welche Mails? Ich hab dir gestern... Ich glaube, 3 Mails wurde weitergeleitet. Darunter 2 Mails von Zuschauern von dir. Ich habe gerade 2 Mails beantwortet. Die haben so schöne E-Mails geschrieben. Einmal die Christina und einmal die Lara. Also, ich war so, wow. Die sind so schön, als würde ich mit meinen Freundinnen schreiben. Es ist, als wärt ihr einfach bei mir. Ich glaube, dass ich das, dass ich dieses, ich will perfekt sein für alle und so weiter, auch ein bisschen aus meiner Kindheit habe. Ich hab wundervolle Eltern, wirklich ganz, ganz tolle Eltern. Und mein Vater war sehr perfektionistisch, was uns anging, weil er war natürlich auch sehr ängstlich. Ne? Er kam in ein Land, er kannte die Sprache nicht, die Menschen nicht, die Kultur nicht. Er hatte alles, was er haben wollte, erreicht in seinem eigenen Land und musste dann hier wieder von null anfangen. Das tut mir auch so leid für ihn. Und er wollte, dass wir immer die Besten sind in allem, was wir machen. Ich glaube, deswegen sind wir so geworden, wie wir sind. Jedenfalls, ich glaube, dass ich daher diesen Drang habe, immer für alle ganz, ganz toll zu sein, weil ich so erzogen worden bin. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall durchlesen, was ihr gerne möchtet. Und Top und Flop ist auch oft dabei. Auch ab und zu Make-up-Tutorials werde ich dann auch einfach machen. Vielleicht mit neuen Produkten oder sowas. Ich dachte nur, dass ich euch mit Vlogs, aber ganz, ganz viele schreiben auch, dass sie am liebsten nur Vlogs sehen möchten, am nächsten bin und am authentischsten. Vielleicht auch am... Vorher, ich fand es immer so sehr... Ich wollte euch so mehr von meiner Persönlichkeit zeigen, mehr von wie ich reagiere, was ich gerne mag, was ich so im Alltag mache. Und es ist viel, viel leichter, glaubt mir, es ist viel, viel leichter, sich vor eine Kamera zu setzen, die im Starttisch irgendwo steht, und aufzunehmen, viel, viel weniger Arbeit und beim Schnitt, beim Dreh, beim Licht, es ist insgesamt viel weniger Arbeit. Also ich mache das nicht, damit ich irgendwie weniger habe oder so. Kein Clickbaiting, kein oh mein Gott, was weiß ich und ja. Ich glaube, ich werde das einfach ein kleines bisschen mehr mischen. Okay, ich habe jetzt genug darüber geredet. Ich werde mir jetzt ein paar Sachen rausschreiben. Dann werde ich euch unser berüchtigtes Waschbecken zeigen, worüber sich mein Schwiegervater besonders am Wochenende gefreut hat, weil die haben hier zusammen Fußball geschaut und er kam aus dem Bad und er meinte, oh mein Gott, was für ein Gefühl, seine Finger nicht mehr so waschen zu müssen. So kam mein Vater auch immer. Also wenn mein Vater hier war, der war so, was ist das für ein Waschbecken? Wollt ihr mich hochnehmen? Das ist doch nicht normal. Ich kann Finger für Finger waschen. Ich kann nicht mal meine Hände darunter machen. Ja, weil das wirklich ist wirklich zu klein.
Das haben wir übrigens auch verschenkt. Der das eingebaut hat, der hat auf jeden Fall Verwendung dafür. Und oben haben wir eine neue Duscharmatur, weil unsere komplett verkalkt und komplett kaputt war. Er hat die auch aufgeschraubt. Er meinte, das Innenleben war Schrott. Ja, und jetzt dusche ich warm. Ich kann warm duschen, das ist so schön. Genau, dann... Oh, heute machen wir auch das Bild fertig. Und zwar mit meinem Brautstrauß. Deswegen, let's do it. Ich muss gleich nochmal kurz einkaufen. Und dann geht's los. Das ist übrigens der Zwischenstand meines Bilderrahmens. Ich halte euch das ein bisschen ins Licht. Aber ich finde, es ist schon sehr cool geworden mit diesem Klopapier-Effekt. Ich glaube, diesen Trick kennt auch jeder mit dem Klopapier. Ich zeige euch jetzt einmal kurz das Gästebadezimmer. Ich hoffe, dass das hier ordentlich hinterlassen wurde. Ja, es ist okay. Das ist okay. So, Leute, das ist doch mal ein Waschbecken, in dem man seine Hände waschen kann. Leute, das andere war gefühlt so klein. Also wirklich so circa. Und ja, es war dann hier und dann tropfte alles immer auf dem Boden. Und der ganze Boden wirklich war komplett nass jedes Mal. Und die Klopapierrollen stehen ja hier drunter, dann waren die auch nass. Und hier ist halt nicht so super viel Platz. Also ich wüsste nicht, wo ich sonst hinstellen soll. Ja, und jetzt ist das ganz cool. Das ist ein Villaroy und Boch-Waschbecken. Habe ich, wie gesagt, bei Sonono bestellt. Die haben da mal ganz günstige Angebote. Die sind immer noch sauteuer, sanitäre Anlagen. Aber keine Ahnung, die Toilette hat jetzt statt 400 hat die 200 gekostet. Also man spart da schon einiges ein, falls ihr irgendwie neu baut oder umbaut oder sowas. Kann ich euch so Seiten sehr empfehlen. Ich habe jetzt einen neuen Stöpsel. Das ist jetzt unser Stöpsel vom alten Waschbecken hier rein gemacht. Ich habe einen neuen Stöpsel, der hier rein gehört, bestellt. Der war nämlich nicht dabei. Den muss man extra bestellen. Das habe ich nicht gesehen. Deswegen steht das jetzt noch so ab. Und ich habe diesen Handtuchhalter, der hing hier. Den habe ich darüber gehängt. So. Das ist ganz schön schwer, sowas umzuhängen, weil die halten ja richtig. Also das klebt ja richtig fest. Ich habe einmal das obere Teil abgeschraubt, also den oberen Teil hier abgeschraubt, ne? Hier unten ist so eine Schraube und da drin ist dann wie so eine Platte, die man gegen die Wand klebt, ne? Und dann schraubt man das hier drüber. Und das habe ich so ein bisschen angesägt mit einer Metallsäge und dann habe ich Hammer und Meißel genommen und das vorsichtig abgeklopft. Dann ging das und ja, dann habe ich es hier rüber gehängt. Und jetzt gehen wir einmal noch mal kurz hoch. Und wir sind übrigens auch sehr zufrieden immer noch mit dem Teppich hier. Also es ist sehr einfach in der Pflege. Da ist auch schon was drauf gekippt. Habe ich auch sauber gekriegt. Und ja, sehr bequem, sehr gemütlich. Und wir haben hier einmal, tada, eine neue Duscharmatur. Die ist von Hans Grohe. Die habe ich auch da bestellt. Ja, also die hat zwar ihren Preis, ne? Das kostet um einiges mehr als die 50 € Armatur, die wir da hatten. Das ist auch noch diese XXL-Geschichte. Und auch noch in gebeiztem Silber, also nicht in Chrom, sondern wirklich, ich wollte alles in so einem Matt. Das müssen wir auch irgendwann mal austauschen, das passt jetzt natürlich gar nicht mehr. Obwohl, das stört jetzt auch nicht, also es passt da zur Leiste, ist okay. Und so passt das alles zusammen. Ja, und das habe ich auch bei so einem bestellt. Schnell da, ich glaube, bei 5 Werktagen oder sowas da. Übrigens, hier ist die Zahnbürste vom Weihnachtsgeschenk von meinem Mann. Ich werde voll oft gefragt, ob ich die Parfums meines Mannes zeigen kann. Ich zeige sie euch mal ganz kurz. Wir haben hier sagt man das so? Von Dior. Dann Ideal von Guerlain. Allure von Chanel. Dann haben wir CK1. Sauvage, das ist sein Parfum, mit dem ich ihn kennengelernt habe. Dann das ist, das hier, ne? Wenn ihr wirklich was, ist auch sehr teuer, aber wenn ihr wirklich was Besonderes haben wollt, das riecht brutal. Also da müsst ihr einfach mal nur dran riechen. Das ist so schön, dieser Geruch. Das ist Louis Vuitton. Und das hier kann ich nicht aussprechen. Dann haben wir Armani Code. Auch sehr, sehr schön, dieser Duft. Klassiker. Und den finde ich auch sehr schön. Gentleman von Givenchy. Das sind so seine Düfte. Mag ich alle sehr gerne. Leute, wisst ihr was? Heute wird ja wieder verkündet, was passieren wird die nächsten Tage mit Lockdown und so weiter. Ich glaube eher die nächsten Wochen und Monate. Ich bin ganz gespannt, ehrlich gesagt. Mal gucken, was die sagt. Eigentlich wollte ich heute einen Auflauf machen, ein Hähnchen-Gnocchi-Spinat-Auflauf. Aber mein Mann hat Lust auf Fischstäbchen. Wir würden irgendwie, also ich, mein Mann glaube ich nicht wirklich, aber ich, wir beide lieben Fisch schon sehr. Also ich würde Fisch
immer Fleisch vorziehen. Ich habe auch, als ich damals einen Bluttest gemacht habe, hatte ich zu viel Quecksilber in meinem Blut. Da kamen wir gerade irgendwoher, ich weiß nicht genau, und ich hatte super viel Fisch gegessen die ganze Zeit und der Arzt meinte auch zu mir so, bitte keinen Lachs auch essen die nächste Zeit, und zwar für mich sehr schwer auf Fisch zu verzichten. Fischstäbchen sind ja jetzt nicht gerade Fisch, so Fisch, aber ich würde immer ein Fisch mit einem Stück Fleisch vorziehen, zumal ich bin gar nicht mehr, früher war ich total fleischverrückt. Ich habe so viel Fleisch gegessen, morgens, mittags, abends, andauernd. Und jetzt esse ich sehr gerne Veggie. Einfach auch nicht Fleischersatzprodukte, die mag ich nicht so gerne. Ich finde das, ich weiß auch nicht, was da alles drin ist, ne? Also wenn man das jetzt so hinkriegt, dass es nach Fleisch schmeckt und was ist da drin. Am Freitag habe ich einen Arzttermin, Kontrolltermin. Und da in der Nähe ist auch eine Waschstraße. Ich werde nachher mal gucken, ob die Waschstraßen aufhaben. Und dann werde ich dieses Auto mal waschen lassen, weil es ist komplett, es ist so verstaubt. Seht ihr ja, das ist alles sehr, sehr nicht sauber. Am Freitag gibt es Germknödel bei Aldi im Angebot. Ich weiß nicht, wie die schmecken. Eine Freundin von mir hat mir das gestern gesagt. Ich habe nämlich Germknödel selber gemacht. Ich habe sie leider kalt essen müssen. Da kam mir nämlich was dazwischen und ja, die haben nur noch nach Hefe geschmeckt. Und deswegen war ich sehr traurig, weil ich habe die ganze Zeit an Germknödel gedacht und sie mir vorgestellt, wie lecker sie doch sein müssen. Und dann waren sie kalt, so, ich weiß nicht. Vielleicht denke ich auch dran und hole mir welche. I'm back, ladies and gentlemen. Ich habe meinem Mann ein Rasierbartöl gekauft, weil er letztens, als wir bei Rewe waren, beim kleinen Rewe, das nicht gefunden hat und es war jetzt leer. Das ist, welches er immer benutzt, L'Oreal. Mein Expert Barber Club Bartöl, Haut und Bart. Er hat ja einen richtigen Vollbart. Deswegen, ich habe jetzt Chips mitgenommen. Habt ihr an der Kasse gesehen, das war verführerisch. Und ich bin drauf reingefallen und habe sie mitgenommen, weil ich mag sehr, sehr gerne Sea Salt und Vinegar Chips und es gibt sehr selten welche. Und deswegen, ich probiere mal aus. Hand-cooked Potato Chips. Ich habe dreimal Kräuter mitgenommen. Wir haben hier einmal noch Minze und Basilikum ist schon am Ende fast, weil meine Töpfe sind angekommen. Ich habe euch erzählt schon, oder habe ich nicht? Ich habe mich dazu entschieden, dass ich nicht hinten diese Dinger da, also die da, mit Erde fülle, sondern dass ich da Töpfe reinstelle. Und zwar Kräutertöpfe. Da können die sich nämlich das Wasser selbst ziehen. Weil ich habe mich gestern sehr lange informiert, habe so Gartenvideos und Kitchen-Garden-Videos und sowas alles angeguckt. Und alle haben gesagt, in der Küche überlebt das nicht. Das braucht Licht und das braucht Regen und das braucht Sonne. Und damit das überhaupt immer wieder wächst und richtig, ne, damit man richtig Samen einpflanzen kann. Vielleicht mache ich sowas im Sommer dann im Garten. Aber ja, in der Küche selbst wird es nicht funktionieren. Aber ich hätte trotzdem gerne Kräuter, frische Kräuter in der Küche, weil ich sie wirklich immer benutze. Also ich garniere damit mein Essen, ich koche damit. Also so ein Basilikum esse ich schon ein in 10 Tagen leer. Und ja, bis dahin hält er auch immer ganz gut, weil er halt in diesen Töpfen ist. Moment. In diesen, da ist jetzt hier Wasser drin. Und dann zieht sich die Pflanze selbst das Wasser. Und das ist jetzt unsere Minze. Und ich habe von Amazon dann halt solche Töpfe bestellt gestern. Ich glaube, die sind heute angekommen. Ich habe 10 Stück bestellt, weil ich habe ausgemessen, wie viele da reinpassen könnten. Nein, das ist mein Spiel. Ich habe jetzt noch gar nicht da, jetzt habe ich schon Kräuter gekauft. Scheiße. Wenn ich ankommen. Amazon. Meine Bestellungen. Bestellung heute, Sendung wird zugestellt. Okay, alles klar, damit das heute irgendwann am Laufe des Tages noch ankommen. Dann waren das meine Spiele. Ja, gut. Dann zeige ich euch erstmal, was ich bei Rewe geholt habe. Ich habe eine Kinder Bueno. Die Heidelbeeren. Abgesehen davon, dass sie sehr, sehr gesund sind, enthalten nämlich super viele Antioxidantien. Ich liebe die. Also ich werde gleich eine Schüssel waschen nach dem Essen und dann arbeiten und währenddessen essen. Ich benutze kein Waschmittel mehr aus dem Handel. Also ich benutze kein Persil mehr und Ariel und keine Ahnung, wie sie alle heißen, weil ich gerne auf die Umwelt achten möchte und weniger Plastik verschwenden möchte und keine Tenside benutzen möchte. Und ich habe ja mit Everdrop einmal kooperiert und seitdem benutze ich deren Waschpulver. Ich liebe deren Waschpulver sehr und habe mir welches bestellt, aber die Lieferzeit, weil die ja, keine Ahnung, wie die gehypt werden. Also Galileo, RTL, alle haben darüber berichtet, alle Influencer haben dies in die Kamera gehalten und die Lieferzeit ist wirklich, liegt aktuell bei 10 Tagen. Ich habe gestern bestellt, weil ich es vorher vercheckt habe, immer wieder vergessen habe. Deswegen habe ich mir jetzt notgedrungen die da hier geholt, damit ich 16 Wäscheladungen damit machen kann
Und ja, da muss ich halt ein bisschen weniger waschen jetzt, bis die ankommen und dann Everdrop benutzen. Also ich bin sehr, sehr begeistert von Everdrop. Ich habe, ich glaube, für 100 Euro oder so bestellt. Vielen Dank für deine Bestellung, Tara. Wie schön, dass du dich entschieden hast, mit uns die Welt ein bisschen sauberer zu machen. Deine Bestellung ist bei uns alle. Wir, Anna und Tim, sind ab jetzt dafür verantwortlich. Wie süß. Für die Küche so Reinigungstabs habe ich bestellt. Dann habe ich Vollwaschmittel und ich glaube Feinwaschmittel bestellt. Spülmaschinentabs. Habe ich auch noch bestellt. Spülmaschinentabs und einmal Vollwaschmittel. Es gibt auch noch ein Waschmittel, das hat mich auch sehr interessiert. Das nennt sich Pure und da sind keine Geruchsstoffe und sowas für ja, allergische Leute und sowas mit drin. Für 83,67 Euro habe ich eingekauft, weil ich habe nämlich noch einen Rabattcode gehabt von einer Bloggerin, die hieß Katanova. Und zwar gebe ich bei Instagram immer Hashtag, was ich suche, ein. Also zum Beispiel Hashtag bei der Suche Hashtag Everdrop und dann sehe ich alle, die was mit Everdrop gepostet haben und dann habe ich gesehen, dass alle Blogger irgendwie 10% hatten und dann habe ich von einer der Bloggerinnen die 10% benutzt. Also falls ihr irgendwie sucht nach Rabattcodes und sowas, ich gebe das immer ein und dann gucke ich, ob es irgendwo einen Rabattcode gibt, weil praktisch ist es ja, ne? Aber ich persönlich mag das sehr gerne, weil ich es angucken kann, wer hat gerade welchen Rabattcode. Habe ich Bio-Zwiebeln geholt, obwohl wir immer Zwiebeln bei meinem bei unseren Bauern kaufen, aber seine sind sehr klein, also die nehme ich dann, wenn ich nur wenig Zwiebel brauche oder das in einen Salat schneide oder so. Manchmal brauche ich halt diese großen und dann muss ich schon 4, 5 von den kleinen nehmen. Einmal eine Pommes, denn jetzt gibt es Fischstäbchen mit Pommes und Maja kriegt Schnitzel mit Pommes, weil sie nämlich keine Fischstäbchen isst. Ich bin übrigens immer noch sehr happy mit diesen Dingern von Tupper, weil die Sachen echt nicht kaputt gehen da drin. Also ich habe schon, seitdem wir wohnen, eine kaputte Zwiebel oder so hier rausgeholt. Fragt mich nicht, was ich gemacht habe, Leute. Ich habe alle Spiele doppelt bestellt. Keine Ahnung, mir ist sowas noch nie passiert. Also ich behalte natürlich nur alles einmal. Ich habe jetzt gerade meine Mama gefragt, ob sie irgendein Spiel davon brauchen. Tabu, Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht. Oder ob ich die zurückschicken soll. Ja, geht ja. Geht ja trotzdem. Ja, total doof. Ich weiß nicht, was für ein Fehler mir da unterlaufen ist. Ja, Tabu mag ich sehr, sehr gerne. Das ist ein sehr lustiges Spiel. Haben wir auf meinem Junggesellenabschied gespielt. Dann Monopoly habe ich mich für die klassische Variante entschieden, weil sie mich in meiner Kindheit begleitet hat. Es gibt ja alles Mögliche, ne? Es gibt ja 1000 verschiedene Editionen und ich habe ewig überlegt, welche ich nehme. Und dann habe ich mich für die klassische entschieden. Und dann habe ich noch Mensch, ärgere dich nicht. Aber dieses Brett hier kann man auch zu 6 spielen. Also nicht nur, also bis zu 6 Personen kann man das spielen. So, Leute, ich habe jetzt gegessen, oder wir haben alle gegessen. Der Boden ist schön warm. Ist zu dunkel so rum. Ja, das ein bisschen. Ja, so ist ein bisschen besser, oder? Ich habe jetzt unseren Akkuschrauber rausgeholt. Ich werde da jetzt einen Bohraufsatz drauf machen. Und dann Löcher in diese Leinwand reinbohren. Mal gucken, ob das hinhaut. Ihr habt mich auch letztens gefragt, ob mein Mann nicht handwerklich begabt ist. Weil immer mein Bruder kommt für sowas. Nein, mein Mann ist absolut unbegabt, was das angeht. Also er hat tatsächlich heute seinen Bürostuhl aufgebaut. Ich war sehr beeindruckt. Oh, ich hole mal kurz den Brautstrauß. Der Brautstrauß wurde zwischenzeitlich aufgeteilt. Also der war einmal doppelt so groß wie dieser hier. Und als wir dann Brautstrauß werfen gemacht haben, habe ich dann die Hälfte an meine Cousine und die andere Hälfte an meine Schwester verloren. Und meine Schwester hat mir die eine Hälfte wieder zurückgegeben und meine Cousine wird mir die andere Hälfte erst zurückgeben, wenn sie selbst heiratet. So ist der Brauch eigentlich, aber ja, meine Schwester hat mir glücklicherweise meine eine Hälfte wieder gegeben. Und das hier ist zum Auffüllen jetzt, den hatte ich bei einem Shooting, da habe ich darum gebeten, dass ich nochmal einen in etwa so bekomme, wie ich den auf meiner Hochzeit hatte. Leider sind da natürlich noch, ja, da fehlen halt so ein paar Sachen, ne? Das war natürlich eine andere Zeit, wieder ein anderer Monat und deswegen andere Blumen. Aber ich werde die beiden jetzt zusammenbinden und die sind sehr leicht. Also ich habe ehrlich gedacht, dass es viel schwerer wird, die reinzukriegen, aber die sind so super leicht, also die zwei Löcher, das geht absolut klar, wenn ich da zwei Löcher reinbohre. Ja, wir binden die jetzt erstmal auseinander und dann wieder zusammen. Ich hoffe sehr, dass ich hier nichts kaputt mache. Ich vergesse nie, wie schwer dieser Brautstrauß war, weil ich so nervös war. Und der Brautstrauß war ja nass. Und mein ganzer, also mein Kleid unten, ne, in meinem Schritt, ich hatte das so hier so angelehnt, während wir getraut wurden. Und dann war ich am Kleid so nass und ich habe so gezittert. Dieser Strauß hat die ganze Zeit so vibriert. Ja, das war schon sehr lustig. Ich werde jetzt hier versuchen, die Löcher reinzubohren. Ich gucke erstmal, auf welcher Höhe das Ganze sitzen soll. Ich mache mir eine Markierung mit der Schere rein.
werde jetzt hier neben nochmal bohren. Also hier ist ein Loch und ich werde die gleich aber nochmal vergrößern mit einem anderen Bohrkopf, damit ich da das Tuch ein bisschen oder dieses Band besser durchkriege, weil das schon relativ dick ist. Jetzt nehmen wir aber nochmal den Bohrer und ich bohre einfach so 1-2 cm daneben nochmal ein neues Loch. Und jetzt kann ich den Bohraufsatz einmal wechseln, um das Loch ein kleines bisschen größer zu machen. Das ist auch gut. Gut funktioniert. Wir können das erstmal im Bilderrahmen befestigen, damit wir die Blumen gleich nicht kaputt machen, wenn wir das Ganze hier befestigen. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sich da verbohrt, Leute, weil ihr könnt da einfach wieder Klopapier drüber machen und dann halt nochmal das ausbessern und dann nochmal irgendwo anders neue Löcher bohren. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das Wichtige ist, dass ihr es versucht und traut, weil ich glaube, ganz viele Frauen trauen sich nicht an die Bohrmaschinen oder so, an solche, ja, vermeintlichen Männergeräte dran. Aber ich will jetzt nicht so groß reden, aber ich glaube, wir Frauen können sogar noch besser. Mal gucken, ob das Band jetzt da durchpasst. Ansonsten nehme ich ein dünnes Band. Ich glaube, ich schneide das einfach mal mittig durch. Jetzt kann man das da hinten zusammenbinden. Ich würde es einem Doppelknoten machen. Wie gesagt, wenn ihr das doch umändern wollt, dann könnt ihr immer diesen Doppelknoten wieder durchschneiden oder dieses Band. Keine Angst. Das hier ist das Ergebnis, Leute. Ich finde es so schön. Oh mein Gott, das ist so schön. Die Farben passen perfekt zueinander. Hier ist einmal alles voll, aber hier ist das Kunstwerk. Es sieht doch jetzt aus wie Kunst, oder? Das ist doch, hallo, fokussier gefälligst. Wie schön das ist. Mein Brautstrauß war nicht so hoch, ne? Wie gesagt, er wurde geteilt, weil meine Schwester und meine Cousine ihn gefangen haben. Aber es ist für mich eine Geschichte und eine Erinnerung. Und irgendwann wird der Rest meines Brautstraußes noch dazukommen. Das heißt, dieses Bouquet wird irgendwann noch voller. Easy AF. Und der Bilderrahmen ist wirklich schön. Auch wenn er mit einem zerbrochenen Glas ankam, haben wir ja eh nicht gebraucht. Ich habe jetzt hier ein paar Fotos gemacht vor der Wohnzimmerwand. Der sieht so schön aus. Ich bin happy damit. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde in die Rückwand ein paar Löcher reinbohren. Ja, weil ich nicht möchte, dass dieses Ding hier oben drauf steht. Das heißt, ich werde zwei Löcher reinbohren, je nachdem, was wir für Löcher brauchen. Wir brauchen einmal einen HDMI-Eingang und einmal hier einen Stromeingang. Und die beiden Löcher werde ich jetzt hier in die Rückwand bohren, damit ich das durchschieben kann. I did it, Leute. Einfach Löcher hier hinten reingebohrt, wieder mit dem Akkuschrauber und einem Bohraufsatz und dann die Kabel durchgesteckt. Jetzt mache ich das Ganze hier sauber und dann bin ich diesen Receiver hier oben drauf los. Das könnt ihr natürlich auf all euren oder mit all euren Spanplatten machen. Da kommt man ganz leicht mit so einem Bohraufsatz einfach durch. Ihr könnt die Löcher auch noch ein bisschen schicker machen, wenn ihr das schleift, also wenn ihr das so ein bisschen runterschleift. Mich stört das nicht. Ich habe jetzt nicht vor, das irgendwie in naher Zukunft zu verkaufen oder so. Und deswegen ist das für mich auch okay. Und jetzt werde ich einmal sauber machen. Tada! Jetzt steht der Receiver nicht mehr oben drauf, sondern er ist hier unten drin. Und das ist super. Die Löcher haben gut gepasst. Jetzt sieht das Ganze viel cleaner aus. Kann ich alles dreimal bestellt haben? Das muss ein Fehler sein. Ich habe das nicht gemacht. Es war sehr, sehr gut bewertet und wir mögen Kartenspiele sehr gerne und ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht. Das kann man auf jeden Fall bis zu 8 Personen spielen. Das ist halt ein Kartenspiel. Das habe ich halt bestellt und ich weiß nicht, alles ist doppelt angekommen. So, kommen wir zu meinen Töpfen. Sie fühlen sich sehr leicht an. So. Die haben 10 Euro pro Stück gekostet. Es gibt auch doppelte, die kosten 15 Euro pro Stück. So oder so, ich finde, die lohnen sich sehr, weil sie eben das Wasser unten speichern. Und man nur das hier nachfüllen muss und die Pflanze kann sich selbst ihr Wasser rausholen und ist nicht überwässert oder wie man das auch immer nennt, dann geht das kaputt. Nehmen wir einen Schnittlauch, stellen wir den jetzt hier rein. Ah, mit dem Topf. Das ist aber blöd, weil die Töpfe sind ja höher so. So einfach. Stecken Sie den Baumwollfaden mit dem Stift von unten in die Erde. Okay, der steckt jetzt hier so drin. Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser und kontrollieren Sie den Wasserstand regelmäßig. Okay. Da kommt jetzt Wasser rein. Baumwollding ist jetzt hier unten dran. Und wahrscheinlich zieht er dadurch sich das Wasser. Hallo. 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 Der hat in die Kamera geguckt und Hallo gesagt und ich darf es nicht mal reinschneiden. Ich glaube, ich habe 2 zu viel bestellt, Leute. Ich habe gedacht, in jedes passt 5, aber in jedes passen nur 4. Ich muss auf
jeden Fall noch Rosmarin kaufen. Das gab es heute leider nicht. Auch meine Katan-Erweiterung ist doppelt angekommen. Irgendwas ist schiefgelaufen an dem Tag, als ich bestellt habe. Also hier ist sie nochmal. Super nervig. Ich habe die Katan-Erweiterung rausgeholt, weil Lana spielt das auch voll gerne. Und dann nehme ich das nächste Mal mit. Dann müssen wir auch nicht nur zu viert spielen, sondern wir können mit unserer ganzen Familie spielen. Dann sind wir nämlich zu sechst. Und deswegen nehme ich das jetzt mit zu meinen Eltern, den zweiten Teil. Die zwei behalte ich, die schicke ich nicht zurück, weil ich habe die Cousine von meinem Mann, die wurde operiert. Und sobald ich sie besuchen darf und es ihr besser geht, werde ich ihr die beiden schenken, weil sie nämlich sehr gesund ist, auf ihre Ernährung achtet und sehr gerne auch kocht und so weiter. Und ich glaube, das ist dann ganz cool, wenn sie zwei von diesen Töpfen hat. Das hier ist mein kleiner Garten. Ist das nicht cool? Man könnte, also wenn das Ganze hier da nicht wäre. Und hier will ich noch einen Rosmarin reinmachen, vielleicht einen Koriander, weil Koriander essen wir nicht so gerne. Andere Kräuter, die man da vielleicht kresse mag, ich zum Beispiel sehr gern. Wir haben jetzt 17 Uhr. Ich muss noch ein Video für meinen TamTam Home Account schneiden. Dann muss ich jetzt noch eine Story machen für ein Parfum. Und um 19 Uhr habe ich ein Meeting, das eine Stunde geht mit Lancôme für das Genifique Serum, so eine Masterclass. Und ja, deswegen werde ich jetzt mal anfangen, hier klar Schiff zu machen und das Video zu schneiden und mich ready zu machen für das Meeting, damit ich um 20 Uhr pünktlich Feierabend habe. Und morgen werde ich dieses Video schneiden. Das heißt, ich werde das jetzt beenden, weil ich glaube, es ist lang genug. Ich habe vorhin so viel mit euch gequatscht. Dass ich glaube, dass es auf jeden Fall reicht. Deswegen danke fürs Zusehen, Leute. Ich bedanke mich sehr, sehr, auch dass ihr mir zugehört habt. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann vielen Dank von Herzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag zu einem ganz neuen Video wieder. I love you.